Recht herzlich willkommen zur 110. Folge von Towns. Ja. Wo sind wir denn? Hier sind wir. So. Gut. Weiter geht's. Was haben wir eigentlich so lagertechnisch? Okay, was ist da? Nix mehr drin. Das wird weniger. Wir könnten noch. Warum ist die Kerze hier jetzt zum Verstellen? Achso, weil wir das mal irgendwann neu sortiert haben, ne? Hier steht auch irgendwie einer nicht richtig. Ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Na, lass mal erstmal so. Wir haben hier noch ausgebaut. Läuft aber wohl. Hatten wir nicht letztes Mal noch ein paar dazu bekommen? Ich glaube ja, ne? Und die haben wir schon einsortiert. Ah, hier, da könnte man mal noch was machen, ne? Aber die haben alle Rüstung, alles gut. Gut, wie sieht's denn mit Nahrungsmittel so aus? Wir haben kein Brot. Das ist nicht gut. Bieren 3, Äpfel keine. Das mit dem Essen ist ein bisschen mager, ne? Müssen wir jetzt hier noch nachpflanzen, oder? Machen wir hier noch eine Reihe hin. Na, das hat jetzt gut geklappt, ne? So. Und ich glaube, wir machen noch eine mehr. Hier hin. Gut, und dann würde ich sagen, beleuchten wir das Ganze da noch ein bisschen. Da müsste da eine Kerze hin. Und da. Naja, dann machen wir da oben auch noch eine hin, ne? Und das müsste dann da sein. Gut. Die graben das schon um, das ist super. Dann gehen wir hier zurück in die Geschichte hier. Äpfel. Dann machen wir erst eine Reihe Birnen, oder? Wegen Monokulturen so ist nicht so doll, ne? Besser Mischkultur. Da kommen wir noch ein paar und macht das mal gerade. Wir können den Tacken schneller noch stellen. Gerade einer Obst geerntet. Grabt mal alle um jetzt hier. Falsche Stellen, wo ihr grabt. Da ist eine Kerze gekommen, da die zweite. Und dann kommt bestimmt auch gleich die dritte. Komm mal. Keiner gräbt um, das ist schlecht. Ein Apfel geholt. Da wird umgegraben, da auch. Einer fehlt noch in der Reihe dann. Ja, wegen dem einen jetzt, ne? War klar. Ah, da kommt jemand und macht es. So. Jetzt nur die Frage, war das. War das jetzt Äpfel oder Birnen? Birnen waren das. Äpfel habe ich gesagt, wegen Monokultur, ne? So, hier bitte noch 2 Felder umgraben. Ja, sieht man keine roten Früchte dran, sondern grüne. Ja, einmal bitte da noch umgraben. Na, ich habe gedacht, die Person macht das, war aber nicht so. Da ist immer jemand, der es macht. Das passt. Das auch und die nächste Reihe. Wie sind wir denn hier mit der Happiness? 76 von 80, da kommen gleich schon wieder neue. Ah, okay, Getreide geht, aber irgendwie klappt das mit dem Brot nicht, ne? Jetzt haben wir 1 da, okay. Jetzt die Frage, ob wir müssen mehr ernten oder müssen mehr backen? Dafür müssten wir gucken, ob Mehl da ist, ne? Oh, das war falsch. Das ist richtig. Mehl ist aber auch knapp. Wenn Mehl knapp ist, wo riecht es dran? An den Mühlen? Wie ist Getreide? Getreide ist 3, ja. Ja. Aber die Mühlen müssten ja sonst die ganze Zeit beansprucht werden, aber das tut es ja auch nicht. Die sind ja nicht alle besetzt jetzt hier.
Also ernten klappt noch besser. Ich denke mal, wir sollten dann vielleicht eher noch einen Bäcker einstellen. Also auch einen Bäcker. Einer, der fürs Essen zuständig ist. 78 von 80. Das wird dann auch noch. Gut. Dann liegen noch ein paar Anziehsachen rum. Der ist voll, der ist leer. Ja, irgendwie kommt es einem bald vor, als ob die Ständer alle nicht gebraucht werden, ne? Da sind zwei Boots. Ja, eine Boot und eine Brustplatte. Ja, der Raum ist da fertig, aber wir haben nichts reingemacht, ne? Das wäre auch nicht so ideal, ne? Atelier haben wir da. Hier ist einer, macht Pause. Sollte sich um Essen kümmern, macht er aber nicht. Prepared Food. Hier sind ja auch welche dran, ne? Und erholen sich. Ist das ja auch, ist auch 80. Ich wollte gerade sagen, dann muss das ja passend sein. Dann kommen gleich wieder welche, ne? Ja, da meldet sich ein Händler. Jetzt müssen wir nur gucken, ne? Wir haben 45, das ist mit den Betten schon schlecht, ne? Oder? 18, 12, 24. Das sind dann 36. Das sind 48, dann 47. Dann heißt, wir müssen Nachschub, nachbauen, ne? Ja, okay, dann. Aber daran liegt es, glaube ich, noch nicht. Jetzt ist der Händler da. Gucken wir mal rein, was der bringt oder nicht bringt. Sand, Mut, Iron, Glas, Bambus, ist das Gold. Die Gold nehmen wir mal. Und Snow Pile. Der schmilzt das sofort weg, das ist doch verarsche, oder? Und 10 davon. Wenn wir die wieder loswerden. Macht er noch, zack. Kriegen wir noch ein bisschen Geld raus. Dann weiterlaufen lassen und ja, wir müssen dann Räume bauen, ne? Zonen. Personal Rooms. So, was hat man hier jetzt? 4x4. Ah, ich habe nicht die Shift-Taste gedrückt, ne? Können wir dann nochmal machen. Achso, da geht der Raum dann um die Ecke. Machen wir so, passt schon. So, da wäre Mauer, Gang, Mauer. Okay, da müssen wir da anbauen. Aber wir haben erstmal 4 Räume. Das heißt, wir können auch nachher wieder welche aufnehmen noch. So, die Außenmauer. Hat gut geklappt, ne? Mit einem Stein da hinsetzen. Alles hier schön. Da auch. Bis dahin. Und dorthin. So, jetzt müssen wir überlegen. Da so. So und dann ist es dicht. Ja, die sind schon kräftig am Arbeiten, ne? Muss man sagen. Aber hier ist die Happiness runtergegangen. Und es hat dann nicht geklappt, dass da welche gekommen sind. Wir haben noch 45. Aber halb so wild. So, dann bauen wir ein paar Betten vielleicht da rein, ne? Das ist so das Wichtigste, dass wir erstmal ein paar Betten haben. Einmal drehen. Passt, ne? Ja. So, wo muss es hin? 2 von rechts.
passt. Dann brauchen wir einen Schrank, der kommt rechts daneben. Ausrichtung ist auch richtig. Passt auch. Und Kerze ist dann in der linken Ecke. So, so und so. Kerzen stehen. Dann haben wir noch eine Blume und eine Kiste. Kiste ist da oben. Kiste müssen wir aber umdrehen. Kiste ist rechts neben der Tür gleich. Und dann noch die Blume. Die Blume ist dann bei den Dekorationen hier, ne? Da. Ach, war ich ja eben da. Übersehen. Egal. Da sind Viere gekommen. Krass. Gut, okay. Ja, die müssen wir erstmal dann ausrüsten. Ich stecke mal zwei in die Essensgruppe. Einen in die Erntehelfergruppe und einen machen wir zum Träger nochmal. Ich glaube, das mache ich immer wieder so, kann das sein. Müssen wir dann gucken. Okay, soll aber funktionieren. So, hier müssten wir den Klotz anlocken, weil da machen wir irgendwann einen Durchgang, ne? So. Und hier müssten wir dann gucken. Lass uns mal gerade nochmal Steine setzen, beziehungsweise Holzklötze hier. So, das ist passend. So wär's. Das heißt, zwei sind da. Ich würde jetzt sagen, wir müssen mal gucken, was war das? Das ist schwer hier zu machen, ne? Baut er das dann da oben hin oder nicht? Ich glaube. Ich weiß nicht. Eigentlich ist es so, ne? Ich probiere es mal. Ja, es ist in der Luft wohl. Sieht auf jeden Fall so aus. Zwei, das heißt drei Reihen müssen wir noch machen. Gucken, ob da ein Stein kommt. Ne, der wird aber nicht dahin gebaut. Ne. Da ist der erste. Ich wollte gerade sagen, der ist runtergefallen, ist aber nicht. Der passt dann schon. Okay, nicht schlecht. Da schläft schon der erste in dem Raum, oder was? Zum Träger. Was macht denn unser Händler? Der ist weg. Hat der schon so schnell seine Sachen gekriegt? Ist das richtig? Sieht wohl so aus, ne? So, da wird auch weitergemacht. Gut. Da haben sie mit zu tun erstmal. Essen mal reingucken. Zwei, Mehl ist eins. Ja. Brot ist auch eins jetzt. Mal schauen, dass das klappt, ne? 40 von 80. Steigt aber auf jeden Fall. Ja, Getreide ist noch genug da zum Abernten. Müssen wir weiter schauen. Ah, guck mal, das Gold liegt da. Sollte das nicht hier irgendwo liegen? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Na, ist auch egal, das wird schon irgendwann dahin kommen. Wie sieht's denn aus mit Rüstung? Er hat nichts an, ne? Doch, ein paar Schuhe und Degen oder was ist das? Stone Mace, okay. Sag schon, Morgenstern, ne? Dann gucken wir mal in der nächsten Reihe. Der ist schon komplett. Da haben wir keinen reingesteckt. Ja, der Helfer haben wir einen reingesteckt, aber der ist schon komplett angezogen, oder?
Holzfäller war keiner, aber beim Träger war noch jemand. Und dem fehlt nur eine Brustplatte. Geht also. Bis auf den hier. Ach, stopp. Aber nee, das war schon Essen. Na doch. Wunderbar. Was zum Anziehen. Passt schon. Gut, okay. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Da werden auch noch ein paar Steine gesetzt. Sieht jetzt zwar so aus, als ob die... Ja, schwer zu sehen, ne? Aber wenn man hier rüber geht, dann sieht man es. Passt. Wird gemacht. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.